Während er im Flugzeug schlummerte, hatte er beiläufig einen wichtigen Wendepunkt in seiner YouTube-Karriere erreicht. Ich weine schon wieder. Hallo, mein Name ist Luca und ich habe bereits vor über einem Jahr ein Video entdeckt namens Bevor Concrafter Luca berühmt wurde. Kurzbiografie. Das ist ein YouTube-Video von dem User Der Biograf und das Video hat über 1 Million Aufrufe und ich habe auch schon kommentiert damals, mega geil gemacht, feier das Video. Dass ich damals vor 1 Jahr nicht darauf reagiert habe, als ich das Video gesehen habe, lag einfach daran, dass ich es mir direkt komplett angeschaut habe. Jetzt habe ich das Video jedoch wieder in meinen Vorschlägen irgendwie angezeigt bekommen. Habt ihr in letzter Zeit eigentlich auch so komische Sachen, die euch immer von YouTube vorgeschlagen werden? Gestern wurde mir ein Video vorgeschlagen, wie Kühe auf einem Trampolin springen. Ja, keine Ahnung, was da mit YouTube gerade los ist. Auf jeden Fall möchte ich mir das Video nochmal anschauen und da habe ich mir gedacht, bevor ich mir das jetzt alleine nochmal anschaue, schaue ich es mir doch einfach mit euch an. Bevor Concrafter Luca berühmt wurde, kam er als Baby nur zur Ruhe, wenn er mit warmer Luft aus einem Föhn angepustet wurde, war als Kind großer Fan der deutschen Popband Bunaroo und nuckelte sogar als 12-Jähriger noch zum Einschlafen an seinem Daumen. Lol, okay, das wusste ich selbst nicht mal mehr. Das Ding ist halt, dass die meisten Informationen, die er hier rüberbringt, aus meinem Buch stammen. Also dem Buch dort. Ich muss jetzt kurz Werbevideo hier oben ins Bild schreiben, weil es ja gerade um mein Buch geht. Das hier ist auf jeden Fall das Buch, was ich mit meiner Mutter über mein Leben geschrieben habe. Und das ist ganz süß. Guck mal, hier sitze ich gerade beim Scheißen. Auf jeden Fall hat der Biograf die meisten Informationen aus meinem Buch. Allerdings auch einige Sachen aus Videos und was ich mal gesagt habe. Und dass ich mit 12 Jahren noch genuckelt habe, das wusste ich selbst gar nicht mal so. Als der 15-jährige Luca seine ersten YouTube-Videos veröffentlichte, war es eigentlich nicht seine Absicht, mal in irgendeiner Form bekannt zu werden. Das stimmt, Alter. Das weiß ich noch. Ich habe angefangen und mich haben alle nur gehatet auf YouTube, weil ich so eine Piepstimme hatte. Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch einfach mal, wie ihr in einer zufallsgenerierten Welt in Minecraft eure ersten Diamanten innerhalb von nur 5 Minuten findet. Was habe ich gemacht mit meinem Leben? Also klar, er hätte schon gerne tausende Abonnenten gehabt, aber Bekannte und Familienmitglieder sollten davon eigentlich nichts mitbekommen. Stimmt, ich war so brutal schüchtern. Immer wenn es irgendwie bei Familienfeiern oder so darum ging, hey, was hast du heute so gemacht? Und ich habe halt ein Video aufgenommen und auf YouTube hochgeladen. Also es war noch nicht die Zeit, wo ich mich gezeigt habe vor der Kamera. Das heißt, ich habe nur gespielt und man hat mich eigentlich nicht erkennen können. Alle anderen dann auf jeden Fall so, hey, yo, ich habe im Garten mitgeholfen, yo, ich habe gekocht, yo, wir haben dies gemacht, gearbeitet. Und Luca, ach, der war nur im Zocken an seinem Zimmer. Stimmt auch. Aber ich habe halt auch aufgenommen dabei. Damit auch ja niemand von seiner neuen Leidenschaft erfuhr, schloss er sich nun sehr häufig in sein Zimmer ein und wollte nicht gestört werden. Sehr zur Verwunderung seiner Mutter, die sich große Sorgen machte. Mama und Papa dachten immer, ich tue verbotene Dinge in meinem Zimmer. Hey Martin, kannst du mir vielleicht etwas über Lukas neues spezielles Hobby verraten? Das ist gerade so voll nostalgisch, als würde ich so in das frühere Luca-Ich zurückkatapultiert werden. Luca sperrt sich in letzter Zeit oft lange in seinem Kinderzimmer ein und will nicht gestört werden. Ich bin mir sicher, dass er in der Zeit keine Hausaufgaben macht, denn seine Noten sind deutlich schlechter geworden. Oh jo, das stimmt. Ey, YouTube hat meinen Schulabschluss komplett in eine Tonne geworfen. Also ich habe mein Abitur gemacht etc. pp. Und hatte auch einen ganz okayen Schnitt. Die Sache ist nur, ich war die ganze Zeit so ein Einserkandidat. Ich weiß, wenn man sich mich anguckt, dann denkt man es eher weniger. Aber ich bin ehrlich gesagt eigentlich wirklich nicht ganz blöd in der Birne. Und ich habe ja auch einen Bachelor noch gemacht, neben YouTube nebenher und bla 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 bla. Auch mit 1, irgendwas, aber darum geht's gar nicht. Es ging nur darum, dass wirklich seit YouTube meine Noten komplett in den Keller gegangen sind. Und da haben sich selbstverständlich meine Eltern auch Sorgen gemacht. Aber ich bin froh, dass ich da mit YouTube angefangen habe und die Noten sind mir jetzt ehrlich gesagt scheißegal. Luca macht definitiv nichts Verbotenes, falls das ist, worauf sie hinaus möchten. Etwas Verbotenes? Das war das Einzige, was im Kopf seiner Mutter hängen blieb. Auch wenn Martin kurz darauf zugegeben hatte, dass Luca neuerdings Videos aufnahm und sie... Das weiß ich gar nicht, ob das so stimmt. Also so in etwas stimmt das schon. Meine Mutter hat nicht von mir direkt mitbekommen, dass ich YouTube-Videos mache, sondern von Freunden. Aber ob das Martin so gesagt hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Sag uns doch einfach nur mal ungefähr, was in deinen Videos so passiert. Gronkh, sowas will ich auch machen. Gronkh! Das passiert in meinen Videos. Mit Gronkh ist der Channel von Gronkh gemeint und ein Channel ist so etwas wie der Sender im Fernsehen. Ah, Lukas Mutter verstand nur Bahnhof, also zeigte ihr einfach, was sein Vorbild... Alter, das ist heftig gut gezeichnet. Das ist heftig gut gezeigt. Das sieht ja 1:1 aus wie ich. Nur, dass die Person hier sich einen Friseur leisten kann. Ich weiß noch, ey, es war so gottverdammt peinlich, meinen Eltern
meinen YouTube-Kanal zu zeigen. Ich höre immer noch, wenn ich mir meine Videos anschaue, ich höre richtig ungern meine Stimme. Kennt ihr das? Er zeigt, wie er Videospiele spielt, fragte sein Vater später. Sowas guckt sich doch eh niemand an. Das stimmt so auch nicht. Also es stimmt schon, dass meine Eltern dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenüber eingestellt waren, was natürlich auch komplett verständlich ist. Also wenn ich ein Kind hätte und es würde etwas machen, was nicht aus meiner Generation ist, wovon ich keine Ahnung habe, dann wäre ich auch eher vorsichtig. Aber meine Eltern haben mich wirklich zum Glück, und da bin ich auch wirklich sehr, sehr froh drüber, nie jetzt irgendwie dafür fertig gemacht oder meinten halt so, hey... Ja, okay, sie meinten doch, ich soll mich mal mehr auf die Schule konzentrieren. Aber wenn du das alles nebenher hinkriegst, dann ist ja alles cool. Habe ich dann auch nach ein paar Monaten wieder. Ah, das ist, ja stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern. Das hat er nice gemacht. So mit steigenden Abonnenten und steigenden Einnahmen dann auch irgendwann habe ich mir halt immer mehr Sachen gekauft, um die Qualität irgendwie hochzuschrauben. 2013. Seit einer ganzen Weile veröffentlichte Luca jetzt Minecraft Let's... MTV Cribs Part 5. Hatte ich je so ein Video? Ein paar Sekunden später. Guck mal. Nein. Jetzt kannst du es nochmal. Das war ein Projekt mit Simon. Oh mein Gott, das ist ja... Ey, 6 Jahre ist das her. Seine Zuschauer schätzten sehr, dass er häufig auf ihre Wünsche einging und immer das machte, was ihnen gefiel. Eine Sache konnte er dabei allerdings nicht berücksichtigen, sich in seinen Videos vor laufender Kamera zu zeigen. Stimmt. Das war auch nochmal ein riesiger Schritt, auch vor allem mit meinen Eltern. Ich weiß, dass ich dich da schon häufiger gefragt habe, aber darf ich mich auf meinem Kanal zeigen? Wenn du 18 wirst, dann kannst du selbst über dein Privatleben entscheiden. Aber solange du deine Videos in unserem WLAN produzierst, bestimmen wir die Regeln. Also bleibt die Antwort weiterhin nein. Ey, ich weiß nicht, ob man das gerade sieht, aber mir kommen gerade wirklich die Tränen. Ey, ich kann mich 1:1 in diese Situation hineinversetzen. Ich habe wirklich unfassbar lang, monatelang dafür gekämpft, dass ich mich in Videos zeigen kann, weil alle anderen YouTuber, mit denen ich Videos aufgenommen habe, die waren halt alle 2-3 Jahre älter als ich, hatten schon eine eigene Wohnung, waren dementsprechend auch schon volljährig und konnten coole Sachen machen und auch Real-Life-Challenges und man konnte Videos auch viel besser gestalten, wenn man so eine Facial-Expression zeigen kann und so. Und ich war 17, wohnte bei meinen Eltern, ging noch zur Schule, hab noch Fußball gespielt und das war ganz schlimm auf YouTube bezogen, sage ich mal, die Zeit für mich. Ich weiß, was für tolle Fans ich habe. Wie konnte sein Vater nur so ignorant sein? Für den Erfolg seines YouTube-Kanals war es schließlich wichtig, dass er sich selbst vor der Kamera zeigte. Also, da muss jetzt auch mein Vater wieder in Schutz nehmen, der war nie ignorant. Die haben mich da natürlich jetzt nicht so supportet, wie jetzt beispielsweise die Eltern von Lisa und Lena halt Lisa und Lena ins Rampenlicht gestellt haben und dann haben die irgendwie Schule abgebrochen für YouTube und so, aber da bin ich auch sehr froh drüber. Weil so bin ich auch nochmal kritischer an die Sache rangegangen und jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich mich nicht damals schon gezeigt habe. Meine Eltern haben sich einfach nur Sorgen gemacht. Und... ich glaube, das ist menschlich und ich glaube, das war auch sehr, 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 sehr gut. Luca flehte sie an. Bitte, Mama. Früher oder später wird er es eh tun, dachte sie sich. Also das stimmt. Da Papa halt immer noch so ein bisschen mehr abgeneigt darüber war und Mama halt schon allgemein immer die war, die man mehr so, hey Mama, ich will eine Playstation, ich will eine Playstation, ich will eine Playstation, ich will eine Playstation. Meine Mutter ist einfach ein viel zu lieber Mensch, so irgendwann gibt die halt nach und dann überzeugt die auch Papa. Und letztendlich hat sie es dann erlaubt. Dass das besagte Video schon lange produziert war, bevor er die Erlaubnis erhielt, verriet er natürlich nicht. Ich habe das Video, wo ich mich zeige, schon aufgenommen, bevor ich das überhaupt durfte. Beide wirkten sehr schüchtern und waren unsicher, als sie die Fragen der Zuschauer beantworteten. Doch das war jetzt egal. Lukas Augen leuchteten vor Glück. Ich weiß noch, ey, da saß ich mit einem Kumpel von mir, mit Steffen, vor der Kamera bei ihm oben im Zimmer, weil bei mir konnten wir das natürlich nicht drehen, weil meine Eltern hätten das ja gemerkt. Und wir haben einfach so Fragen von Zuschauern beantwortet und alle haben halt nach dem Video gedacht, dass ich irgendwie mit ihm zusammen sei und dass ich schwul bin. Aber ich habe mich alleine einfach vor der Kamera noch richtig unsicher gefühlt. Und war dann froh, dass ich einen Kumpel an der Seite hatte. Im Gegensatz zu Luca hatte sich einer seiner besten Freunde nach der Schulzeit eine Pause gegönnt. Genauer gesagt machte er eine Weltreise und befand sich jetzt für eine kurze Zeit in New York. Ganz uneigennützig beschloss Luca deshalb, ihm ein paar Tage Gesellschaft zu leisten. Ich weiß noch. Da war Sönke in New York und während ich in New York war, ist das Cleverbot-Video auf meinem Kanal übelst viral gegangen und das war mein Durchbruch auf YouTube. Während er für 10 Stunden im Flieger saß, sollten seine Fans wie gewohnt um 14 Uhr ein Video zu sehen bekommen. Kurz nach seiner Ankunft schnappte Luca sein Handy und öffnete die YouTube-App. Dort checkte er sein neues Video. Diese Website weiß alles. Direkt darunter befand sich eine sehr große Zahl. Konnte das wirklich wahr sein? Luca traute seinen Augen kaum. Während er im Flugzeug schlummerte, hatte er beiläufig einen wichtigen Wendepunkt in seiner YouTube-Karriere erreicht. Ich
Ich weine schon wieder. Ist das cringe, dass ich jetzt immer, dass ich weine, weil ich ein Video von mir selbst sehe quasi? Ich weiß auch ganz genau, wie das war. Ich saß im Flieger und ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich dann nach New York geflogen bin, in meiner kleinen 20 Quadratmeter Wohnung in Köln an einer Straße, wo alle am Saufen waren, wo die Bahnen hergerauscht sind. Dort habe ich gewohnt, dort habe ich jeden Tag Videos gemacht. Ich habe mich abgeschuftet wie sonst was, neben meinem Studium noch für jeden Tag eh schon ein Video zu machen und dann noch vorzuproduzieren für New York, weil ich habe, seitdem ich YouTube mache, keinen Cutter, so wie jeder andere. Ich mach, ey, mir kommt ein Kloß hoch, ey. Das ist so schön gemacht, dieses Video. Ich finde das so klasse, dass ich wirklich damals schon geheult habe, als sie mir das angeschaut haben. Und jetzt muss ich einfach wieder heulen. Ich weiß noch ganz genau, wie das war. Wir sind gelandet in New York. Das erste, was ich gemacht habe, ist mich mit dem Handy mit dem Flughafen-WLAN verbunden, um halt zu checken, ob das Video wirklich rausgekommen ist, weil diese geplant Hochladen-Funktion von YouTube war zu dem Zeitpunkt noch nicht lang draußen. Und dann habe ich das halt gesehen und dachte mir, okay, hat 100.000 Views. Dann ist mir halt aufgefallen, es sind nicht 100.000. Es sind fucking 1 Million. Ich weiß nicht, warum das Video so krass viral gegangen ist. Es war ehrlich gesagt ein Video, mit dem ich gar nicht so zufrieden war. Aber es ist halt viral gegangen. Und seitdem habe ich monatelang, jeden Monat, hunderttausende Subs gemacht. Das war die Kurzbiografie von Concrafter Luca vor seinem Erfolg. Wenn du... Ey, als ich gerade dieses Bild nochmal... Warte, ich glaube, dieses Bild hier, ich glaube, das ist sogar aus meinem Buch. Ja, hier ist es. Da. Ich bin eh schon immer ein Mensch, der bei Filmen heult und so, aber jetzt bei einer Kurzbiografie, die ich eh schon vor einem Jahr gesehen habe, dass ich da nochmal 3-4 Mal in Tränen ausbreche. Auch wenn ich jetzt irgendeine Seite hier im Buch aufmache, kennt ihr das, wenn ihr euch an so kleine Sachen aus eurer Kindheit erinnert? Guckt mal hier, da war ich Pippi Langstrumpf mit meiner Schwester. Keine Ahnung, wenn das irgendwer vielleicht irgendwie cringe findet, es tut mir leid, aber es hat gerade ehrlich gesagt ganz gut getan, mal zu weinen. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch das gefallen hat, meine Reaktion hier auf die Kurzbiografie vom Biografen, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter diesem Video hier da. Ich würde mich da sehr, sehr doll drüber freuen. Checkt auch gerne mal das Video ab, das habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Und schreibt mir bitte mal in die Kommentare irgendwas. Das ist, ich weiß nicht. Ihr seid mir echt sehr, sehr wichtig und ich will nicht wieder in Tränen ausbrechen, aber auch als ich gesehen habe, wie diese Abonnentenzahlen da immer mehr gestiegen sind, also ich meine, wir sind über 3,5 Millionen und ich bin dankbar echt für jeden Einzelnen, weil ohne euch wäre ich nicht ich selbst und wahrscheinlich immer noch schüchtern und hätte zwar ein tolles Abi und würde wahrscheinlich gerade meinen Master machen oder so, aber ich glaube, ich wäre nicht ansatzweise so glücklich, wie ich jetzt gerade bin. Ich habe euch alle ganz, 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 ganz doll lieb. I am out here alone, 'cause there's nobody left.